Herzlich willkommen zurück. In der letzten Folge waren wir irgendwie in Agas Labor gelandet, haben Aga getötet, der sich als Lich herausgestellt hat. Und eigentlich hatten wir aber den Weg nach Sweetwater gesucht, weil ich der Meinung bin, dass wir in Sweetwater noch gar nichts gemacht haben und auch eigentlich keine Quest haben. Aber wenn es ein Gebiet gibt, in dem man noch gar nichts getan hat, und dann könnte man da eventuell das finden, was man sucht. Wir wissen, dass wir noch ein zweites abgestürztes Raumschiff suchen, in dem wahrscheinlich der Beschützer zu finden ist, den man dorthin gerettet hat, aus der Pyramide in Drachensand. So, jetzt müssen wir aber irgendwas finden, wo dieser Beschützer sein könnte. Waren wir in diesem Dorf schon mal? Ja, genau, das war, glaube ich, verlassen und zerstört. Und da hatten wir ein paar Teufel gefunden. Ja, aber es sieht nicht so aus, als wäre hier irgendwie der Eingang zu irgendwas. Nee, das sieht alles ziemlich zerstört aus. Gewinnen wir mal ein bisschen Abstand. Da flog noch ein Feuerball vorbei, der uns nicht getroffen hat, und wir suchen irgendwas anderes. Da oben ist was. Schauen wir da mal. Na, so hoch kann ich nicht fliegen. Müssen wir ein Stückelchen zu Fuß gehen. Ja, hier sind Teufel, das würde auch passen. Wir hatten ja im Intro-Video hatten wir gesehen, dass diese Teufel unseren Planeten überrannt haben. Und ich vermute mal, dass das die Invasoren von der anderen Welt sind, gegen die wir ja kämpfen, vor der wir auch unsere Welt retten müssen. Und wäre dann naheliegend, dass wir dann hier jetzt hin müssen, um ihren Chef oder ihren König oder was auch immer die haben, zu töten und damit unsere Welt vor ihnen zu retten. Das würde Sinn machen. Das wäre eine mögliche Fortsetzung dieser Geschichte. Aber wir werden sehen. So, wir sind immer noch schwer am Piu-Piu machen. Ja, also ich bin taktisch gerade sehr am Kalkulieren, indem ich einfach nur A halte. Ja. So, die hätten wir getötet. Da ist noch ein Teufelsoffizier. Der hat auch nichts mehr ausgehalten. Sehr schön. Und dann schauen wir mal hier rein, nachdem wir uns hier ein bisschen Respekt verschafft haben. Wir können auch mal was anderes machen. Wir können mal Sternenfeuer ausprobieren. Weil gegen Teufel war, glaube ich, Feuermagie nicht gut. Also kein Meteorschauer. Aber ja, so ein einzelner Sternenregen bringt es jetzt auch nicht so wirklich. Da vorne sieht man noch einen Brunnen. Da will der Magier noch unbedingt hin. Und dann schauen wir, was da neben uns in diesem Gebäude ist. Da liegen auf jeden Fall schon mal Hufeisen. Das ist ein gutes Zeichen. Er ist fast tot. Einer weniger. Zwei weniger. So, Magier, du darfst jetzt an den Brunnen. Aktuell greift uns nichts an, das ist sehr schön. So, Magier. Ja, siehst du, das hast du davon. Wenn man aus jedem Brunnen trinken will, dann geht das nicht immer gut aus. So, die Heilerin hat Mitleid mit ihm und heilt ihn nochmal ein bisschen hoch. Und dann sacken wir die Hufeisen ein und schauen, was wir hier haben. Wir haben... Das ist gerade doch der Hort. Ah, ist wahrscheinlich kein Kinderhort, sondern ein Teufelshort. Dieses seltsame Gebäude bietet einen spektakulären Ausblick über das Paradiestal. Die äußeren Wände sind aus einem unbekannten Material gefertigt. Ja, und diese futuristische Eingangstür, ich glaube, hier sind wir richtig. Wir schauen mal rein. So, hier ist mir nicht wohl. Genau, ihr ist mal wieder nicht wohl bei der Sache. So. Licht hatten wir noch nicht an. Dann schauen wir mal. Die Tür hatte so ein bisschen was Organisches und insgesamt
hat die Wand so ein bisschen was Organisches, wie irgendwie Adern oder so. Was? Fluchtsystem aktiviert? Ich glaube, wir sind irgendwo aufgetreten. Ich weiß nicht. Oh je. Ah. Ja, Federfall können wir selbst. Ja, Schädelhaufen des Irrsinns brauchen wir nicht. Das mit dem Irrsinn kriegen wir auch alleine hin. Na gut. Dann bekämpfen wir die Teufel und halten einfach mal A. Bisher hatte keiner der Teufel die Fähigkeit, uns instant zu töten. Von daher bin ich aktuell noch tiefenentspannt. Das kann sich aber auch ändern. Geschützt? Was ist geschützt? Ach da, geschützt. Sollen wir da rauftreten? Tut sich nix. Oh, da sind ein paar Teufel. Ja, das wird jetzt wieder eine Massengegnerschlacht. Kommt mal hoch. Vielleicht erschließt sich uns irgendwie, was diese Platten da sollen. Ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das Spiel bald zu Ende ist. Und jetzt haben wir dann für das Finale nochmal eine Mega-Schlacht gegen Gegner, bei denen wir einfach nur A halten und zwischendurch mal... Ach, bist du krank? Kranke Leute heilen? Ja, sie ist krank, nicht vergiftet. Meine Fehler. Dann bist du bei der nächsten Runde dran mit Krankheit heilen. Wenn unsere Heilerin wieder bereit wäre, könnten wir das tun. Jetzt. Krankheit heilen auf sie. Sehr schön. Dann wieder A halten, bis wieder was passiert. So, ein Offizier und noch irgendwas. Dann geht's erstmal auf den Offizier. Der hat's schon aufgegeben. So, an den Königen ist ein bisschen mehr dran, aber mit unseren Lasern auch kein Problem mehr. Dauert halt ein bisschen. Und er flieht, glaube ich, schon. Ja, kommt man noch mal ein bisschen hoch. So wird das. Nein? So. Ey, wieso geht das immer zweimal? Ich habe nur einmal gedrückt. Genau, kommt ein bisschen hoch und dran. So. Also wenn jemand einen Taster für die A-Taste bei einer Tastatur braucht, ich würde mich zur Verfügung stellen, indem ich Might & Magic 6 spiele. Weil gegen Ende hält man da doch recht viel die A-Taste. So, Pause lösen. Kommt mal ein paar hoch. Und dann wieder die A-Taste belasten. Und so langsam braucht der Magier einmal Heilung. Sehr schön. Dann wieder A. Was habt ihr nun mit unserem Magier? Der hat euch nichts getan. Vielleicht wollen die Teufel auch einfach vermeiden, dass meine A-Taste zu sehr durchgedrückt wird. Deswegen muss ich dann zwischendurch mal S drücken, um mit der Heilerin unseren Magier zu heilen. Vielleicht ist das der Plan dahinter. So. Hoffentlich geht es in dem Dungeon nicht so weiter, wie es jetzt angefangen hat. Kann ruhig vielleicht noch ein Rätsel kommen oder irgendwie noch ein Stück Story oder irgendwas, was nicht mit der A-Taste zu tun hat. Wer hat dir jetzt dein Mana genommen? Das hatten wir bisher noch nicht. Aber wir haben ja einen Ersatzheiler. Ist kein Thema. Solange man dem Paladin nicht das Mana nimmt, bin ich noch tief entspannt.
So. Kommt mal wieder ein bisschen hoch. Nicht wieder schüchtern sein. Seit wann gibt es schüchterne Teufel? Treffen wir euch so? Ja, treffen wir. Da unten sind noch so Platten. Wenn da geschützt dran steht, sind die Platten vor uns geschützt? Oder wären wir vor irgendwas auf den Platten geschützt? Das kann natürlich auch sein. So, du bist wahrscheinlich auch krank. Gut, dass die Heilerin kein Mana hat. Dir hatten wir Krankheit heilen nicht beigebracht. Sehr schön. Na gut, gehen wir auch so hin. Ja, müsst ihr ein bisschen die Zähne zusammenbeißen, bis die Heilerin wieder ein bisschen Mana gesammelt hat. Und in der Zeit halten wir einfach mal ab. Und der Teufel hat sich erledigt. Der zweite ist einfach solidarisch mitgestorben. So. Wir schauen mal nach dem Mana. Ja, 3 Mana hilft uns jetzt nichts. Du brauchst 15 für einmal Krankheit heilen. Das dauert dann noch ein bisschen. Dann machen wir so lange noch weiter Teufel tot. Es gibt ja noch ein paar davon. Flutungssequenz abgeschlossen. Ach, ist das wieder irgendwas wie so ein dieser Strahlungsschaden, den wir hatten? In dem Grab von Waren, dass wir kontinuierlich Schaden bekommen. Es sei denn, wir stehen auf diesen geschützten Platten. Macht das Sinn? Ja, ich glaube, das macht Sinn. Wunden heilen auf sie. Wenn die Heilerin noch Mana hätte, würde ich jetzt mal das Prisma-Licht nochmal ausprobieren. Aber das ist gerade schlecht. Feuer sollte nichts gegen die Teufel bringen, also können wir einfach nur A halten. So, der König ist auch bald tot. Der Trend geht zum Zweit-, Dritt- und Viertkönig in dem Spiel. So, einer ist, glaube ich, mal wieder geflohen. Ja, das haltet ihr noch ein bisschen aus, Leute. Die nächste, die kein Mana mehr hat. Aber die Tür ist ja nicht weit. Oh, oh. Ja, ja. Alles halb so schlimm. Sehr schön. Und es nimmt kein Ende. Mal kurz einen Rückzug. Nichts wie weg. Ja, genau. Nichts wie weg. Bevor der Magier kein Mana mehr hat und wir hier wieder hinreisen müssten, machen wir mal ein Leuchtfeuer setzen. Hier direkt vor der Tür. Und wie schaut's mit deinem Mana? Ja, wenn wir jetzt schlafen, könnte das mit dem Krankheitheilen schwierig werden. Du bist ein Meister. Ja gut, dann können wir einen Tag auf jeden Fall schlafen, ohne dass wir die Herren nicht mehr retten können. Weil da ist ein Tag pro Fähigkeitspunkt und sie hat mindestens 12, 13, 14, keine Ahnung, in Krankheit. Also haben wir eine ganze Menge Zeit. Dann schlafen wir oder warten wir? Wir warten mal. So, jetzt hat sie genug Mana. Und wir haben aber kein Essen verbraucht, weil die Herrschaften hätten eh wahrscheinlich nicht so richtig regeneriert. Und deswegen machen wir jetzt erstmal warten zum Mana regenerieren. Jetzt sind alle müde und schlecht gelaunt. Und dann schlafen wir nochmal richtig. Und werden natürlich überfallen. Bist du alleine? Nein, ist nicht alleine. Mach mal bitte noch ein paar Leute wach. Beziehungsweise du machst mal bitte den Rest wach. Sehr schön. Dann kriegen wir die dann auch schneller tot.
Ach, da ist ja noch einer. Und schon wieder krank. Ein Traum. Ja, dann macht den zuerst mal tot. Sehr schön. Wir gehen mal 2 Meter. Heilen nochmal seine Krankheit und versuchen das mit dem Schlafen wieder. Sehr schön. Jetzt hat man uns die Ruhe gegönnt. Wir machen magisches Auge. Tag der Götter. Und Tag des Schutzes. Und gehen schon mal rein. Und warten noch mal kurz, bis die Herrschaften wieder bereit wären. Die Teufel warten schon ungeduldig auf uns. So, Stunde der Kraft. Und du machst noch mal eine Fackel an. Ein Traum. Und da kommt uns ein Teufel entgegen. Sehr schön. Und der nächste wartet. Sehr schön. So. Ich glaube, wir machen jetzt mal einen Hopser darunter. Federfall. Oh, hi. So nah wollte ich dir eigentlich nicht treten. Oh, ihr seid noch viel mehr, als ich dachte. Das ist unschön. Egal. Gehen wir hin. Wir müssen nur geeignet A halten. So, jetzt versuchen wir mal, was die Herrschaften zu Prismenfeuer sagen. Ja, nicht so viel. Da ist mir das Heiler Mana dann doch zu wertvoll für. Ja, wir stecken gut ein, das wird schon. So, jetzt haben wir hier zumindest mal freien Blick. Und du heilst mal ein bisschen, bevor dein Mana sich irgendwie wieder verflüchtigt. So, jetzt mach den mal noch bitte weg. Genau den da. Der jetzt tot ist. Und dann stellen wir die Füße mal ein bisschen weiter weg. Auf so ein Quadrat drauf. Weil irgendwie kriegen wir hier irgendwelchen Schaden. So, du heilst dich selbst. Und ja, jetzt hättest du dich eigentlich nochmal selbst heilen sollen. Dann zieh die Gruppe hoch und dann geht's mit A weiter. Na, wo ist der Angeknackste jetzt hin? Ihr seid alle ein bisschen angeknackst. Machen mal einen Ausfall auf die nächste Fläche. War vielleicht nicht die beste Idee. So, du heilst dich selbst und dann kannst du bei Gelegenheit mal einen Magier heilen. Beziehungsweise Endkrankheiten. So, Magier, Krankheit heilen. Und wir wechseln wieder den Standort. Ah, hat nicht so viel gebracht. Irgendjemand fast tot, den wir erwischen. Ja, der König dahinter dran. Den wir aber nicht treffen. Ach ja. Ja, Heiler kein Mana mehr. Und wir stecken in irgendeinem Loch drin. Ich glaube noch nicht mal, dass wir mit Sprung da hochkommen. Zur Not muss der Magier uns hier raus teleportieren. Wir haben ja ein Leuchtfeuer direkt vor der Tür. Dann sind wir auch ruckzuck wieder hier zurück. Also müssen wir uns da keine Sorgen machen. Ja, einer weniger. Oh, Magie hat auch kein Mana mehr. So viel zu dem Thema. Aber sie hat noch
Mana, aber sie könnte uns hier nicht wegbringen, weil sie nur Expertin in Wassermagie ist. Houston, we have a problem. Scheibengleister. So war das nicht geplant. Also Leute, wir müssen durchhalten. Also wer jetzt krank ist, bleibt krank. Und geeignet. Leute schießen. So, du heilst mal ihn ein bisschen. Macht mal ein paar von denen bitte tot. Magier heilen. Ja, jetzt sind wir alle krank. Unser Ersatzheiler kann leider keine Krankheiten heilen, sonst hätten wir es schon getan. Aber da ist ein fast toter König. Das war ein toter König. Wir machen mal wieder einen Ausfall. Na, diesmal hat es sogar einigermaßen funktioniert. So, ihn heilen. Und wir suchen uns den angeschlagensten raus. Das war er. So, der muss jetzt nicht mehr sterben, weil er sich nämlich jetzt versteckt hat. Die Spannung steigt. Ja, das ist ein fast toter König dazwischen, an dem wir jetzt nicht rankommen. Ausfall. So, da, den hätte ich jetzt gern tot gesehen. Sehr schön. So, was ist mit dir? Du bist ein Kriegsteufel. Du bist noch recht angeschlagen. Trotzdem Leute heilen. Nochmal einer weniger. So, sie nochmal heilen. So, nochmal ein fast toter Meister. Juhu! Dann mach bitte mit dem da weiter und du heilst mal noch ein bisschen. Lass den bitte nicht fliehen. Bitte nicht. Jetzt kommen. Ach, jetzt kommen wir wieder an ihn dran. Komm, ja. Dankeschön. So, next one, please. Du heilst nochmal ihn. Es wird so langsam, Leute. Wir überleben das. Auch ohne Mana. Alles wird gut. So, jetzt haben wir noch einen fast toten Meister und einen fast toten Kriegsteufel. Ja, noch einmal gibt's ihm. Dankeschön. Sehr schön. Ja, wir sind in einem schlechten Zustand. Das kann man anders nicht ausdrücken. Da wird's runtergehen. Da ist auch irgendwas drunter. Hier sind wieder diese Geschützplatten. Da ist eine Tür. Da wird's auch runtergehen. Und da hätten wir noch einen langen Gang zur Auswahl. Ja, es wird leider hier nirgendwo grün. Und ich sehe auch gerade nicht, dass wir hier irgendwo hochkommen. Wobei hier... Können wir da hochhopsen? Was meinst du dazu? Ja, irgendwie schon, wenn man trifft, glaube ich. Wir waren eigentlich viel zu hoch. Nein. Wie Fluchtsequenz, Flutungssequenz, weiß es, Flucht, Flutung, whatever. Keine Ahnung. Wir sind drin. Aber ich glaube, das führt nicht hoch. Mein Plan war, dass das jetzt nach oben führt, aber... dem war nicht so. Wir machen jetzt mal die Feiglingstaktik. Haben wir noch irgendwelche Mana-Pötte?
Die geben wir mal bitte alle dem Magier. Vollbracht. Bis der Magier sagt, dass er 30 Mana hat. Vollbracht. Das da. 31. So, das reicht. Wir machen mal kurz die Biege. Und kommen dann gleich wieder zurück. Ich habe keine Ahnung, was da auf uns zukommt. Und mit einer Gruppe in so desolatem Zustand sollte man nicht einen Dungeon voller Teufel erkunden wollen. So, Leuchtfeuer bloß nicht setzen, sondern zurückrufen. So, dann sind wir wieder am Eingang. Und wir gönnen uns ein paar Buffs. Ja, von dir hätte ich auch gern was. So, mir wäre es jetzt sympathisch, wenn wir wüssten, wie wir hier wieder hochkommen. Ich sehe hier aber auch nichts, wo man hochkommen könnte. Das war ja nur eine Rolle Federfall, mit der man ja da runterkommt. Ich habe keine Ahnung. Oh. Wir müssen in die Pause und in der nächsten Folge werden wir uns hier nochmal umsehen. Und hoffentlich wird uns keiner mehr unser Mana klauen. Und wir werden schon irgendwo den offiziellen Weg hier hinaus finden. Also, bis gleich.